Nun hat man mal eine Verabredung getroffen und dann war man schon geduldig und hat über gewisse Dinge hinweggesehen und Chancen wieder versucht einzuräumen und Gespräche geführt und in der vollständigen Hoffnung, es wird zu einem guten Abschluss kommen, man wird sich ja verstehen und einigen können. Aber der andere mag eine ganz andere Auffassung haben, wenn es darum geht, wie man mit Zusagen umgeht, die man getroffen hat und wie hält man diese ein und wie geht man überhaupt mit Verantwortung um und Pflichtbewusstsein und Verbindlichkeiten und vielleicht eine ganz andere Sichtweise. Und irgendwann muss die Reißleine gezogen werden, denn gewisse Dinge gehen auf ewig so nicht weiter. Und in einem klärenden Gespräch sagt man denn, du, das ist nicht die Art und Weise, so kann es nicht gehen, das kann so auf diese Art und Weise nicht fortgeführt werden. Und nicht lange lässt der Satz auf sich warten, wo man dann hört, aber du predigst doch, du lehrst doch die Bibel. Und kurz danach fällt dann auch sowas wie Nächstenliebe unter Christen. Ohne dass es explizit ausgesprochen wurde, scheint es so, dass viele in Verhandlungen oder in Verbindung mit Christen kommen, mit der Sichtweise, egal was passiert, der Christ würde sich ja nie wehren. Denn mit ihm kann man ja machen, was man will. Seine Lehre und sein Glaube würde es ihm verbieten, in irgendeiner Art und Weise sich zu verteidigen oder zur Wehr zu setzen. Denn den Meister und Erlöser, den er so schätzt und huldigt und anbetet, der hat ihn ja gelehrt, sich in keiner Art und Weise jemals zu wehren, ist das, was Jesus gelehrt hat, wenn er sagt, du sollst die andere Backe oder Wange hinhalten. Und die Frage ist, dürfen Christen sich verteidigen oder wehren? Und ich bin fest davon überzeugt, dass ein Christ, der es ernst meint und Jesus versteht und durch den Geist Gottes geführt wird und sich in der Schrift auskennt und dieses studiert, zu keinem anderen Schluss kommen kann, als dass er alles tun soll, um das Böse auf die richtige Art und Weise zu wehren und für das Gute einzustehen. Und das kann durchaus oft bedeuten, auch sich zur Wehr zu setzen und zu verteidigen, je nach Kontext und je nach Situation und je nach, um was es geht. Aber in keinster Weise soll er das Böse einfach über sich hergehen lassen. Und wir gucken uns mal an, was Jesus hier gesagt hat. In Matthäus 5 sagt Jeschua, Vers 38, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und viele nehmen das, weil das ist ein direktes Gebot aus der Tora. Dies kann nicht negiert werden, denn es hat hier zu tun mit Ersatz und wenn Schaden eingetreten ist, wie man damit umgeht. Dies ist essentiell. Es muss im Volk eine Regelung geben für Schaden und Schadensersatz. Das haben wir selber mit Versicherungen etc. Irgendjemand muss dafür aufkommen, wenn ein Schaden angerichtet wurde. Na, zu dem Zeitpunkt war es halt so, derjenige, der den Schaden verursacht hat, er muss auch dafür aufkommen. In der heutigen Zeit hast du Versicherungen etc., Haftpflicht und sowas. Okay? Aber dieses kannst du nicht rausnehmen. Warum wird es hier zitiert? Weil dieser Vers Auge um Auge und Zahn um Zahn hat zu tun mit Schadensanspruch oder Ersatzanspruch, aber nicht wird hier Rache geregelt. Auge um Auge und Zahn um Zahn, Zahn um Zahn bedeutet nicht, dass wenn ein Auge ausgeschlagen wurde, bei dem anderen auch das Auge ausgeschlagen werden sollte. Okay? Wenn jemand das Auto niederbrennt von jemandem, dann ist es keinem geholfen, wenn auch sein Auto niedergebrannt wird, sondern er soll für einen Ersatz sorgen für das beschädigte Auto. Das hat was mit Schadensersatz zu tun, nicht mit Rache ausüben. Das ist der Punkt hier. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Und hier ist der Kontext. Denn jemand auf die rechte Backe oder auf die Wange zu schlagen, hat etwas zu tun mit Demütigung oder Beleidigung oder öffentliche Diffamierung. Jemand stellt dich bloß oder in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit etc. Er geht dich an unrechterweise. Da sollst du nicht Rache üben, indem du jetzt diesen Vers zitierst und sagst Auge um Auge und Zahn um Zahn. Das ist der Kontext, wie es zur Zeit Jeschua gedeutet wurde. Die Tora gibt mir doch die Grundlage, auch dementsprechend was zu tun dagegen. Dafür ist die Tora nicht gegeben worden. Sieh mal König David als Beispiel, der von den
Saulus gejagt wurde. Er wurde ja schon gesalbt als König. König Saulus jagt jetzt David hinterher und David sagt, dass der Herr wird es zur rechten Zeit machen, obwohl er mich verfolgt. Ich habe ihm nichts getan, ich werde mich nicht rächen. Das ist der richtige Geist. Ist aber was anderes, wenn du in einer Geschäftsbeziehung mit jemandem stehst und der ist darauf bedacht, dich zu betrügen. Und dieser Betrug würde dich jetzt die Firma kosten, dein Haus, dein Auto. Da sollst du nicht tatenlos zusehen. Okay? Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Das ist ein historischer Kontext, was hier gemeint ist. Und wenn dich jemand nötig, eine Meile weit zu gehen, die Soldaten, die Römischen, die waren dafür bekannt, dass da die Bevölkerung aufgedrängt haben, hier trag mal meinen Pack etc., aber das Gebot war nur eine Meile, nicht mehr. So geh auch mit ihm zwei, also über dem hinaus, was man dich da jetzt zu genötigt hat. Sinnbildlich, dass okay, er hat es von dir verlangt, aber geh die extra Meile, indem du nichts tust. Weil dieses passt ja nicht auf jeden Mensch. Nicht jeder Mensch wird von einem römischen Soldat angehalten und wird befohlen, trag dir mal meinen Pakt für eine Meile. Es ist sinnbildlich gemeint, dass tu mehr, okay, als dass du es nur erduldest, sondern vergelte es auch nicht. Üb da nicht Rache aus. Versuch da nicht auch zu spähen. Überlasse es. Der Schaden ist eingetreten etc., er hat dich da wie bloßgestellt oder beleidigt etc. Oder vielleicht dein Ruf wollte er schaden oder er wollte etwas Böses für dich. Dann üb keine Rache aus und such, wie du ihn da ein auswischen sollst. Gib dem, wer dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und das heißt nicht, dass du dich entledigen sollst, alles was du hast, sobald jemand klopft an der Tür und sagt, du pass auf, meine Rechnungen kann ich bezahlen. Ich habe gehört, hier wohnen Christen, die sowas tun würden für mich. Das ist vollkommener Quatsch. Also hier nochmal zu, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere da. Schauen wir mal, ob der Apostel Paulus es genießt, wenn man ihn schlägt. Ja, weil nach der Lehre müsste er eigentlich fröhlich aufschreien und sagen, gut, dass du mich geschlagen hast, die andere Wange halte ich auch nochmal hin. Apostelgeschichte Kapitel 23, Vers 1, Paulus steht da im Verhör. Da sah Paulus den Hohen Rat eindringlich an und sprach, ihr Männer und Brüder, ich habe mein Leben mit allem guten Gewissen vor Gott geführt bis zu diesem Tag. Aber der Hohepriester Ananias befahl den Umstehenden, ihn auf den Mund zu schlagen. Da sprach Paulus zu ihm, Gott wird dich schlagen, du getünschte Wand. Huch! Paulus wehrt sich. Er sagt, Gott wird dich schlagen, du getünschte Wand. Du sitzt da, um mich zu richten nach der Tora, nach dem Gesetz, und befiehlst, mich zu schlagen gegen die Tora, gegen das Gesetz. Also, du tust genau das, was du überhaupt gar nicht tun darfst. Du hast mich noch gar nicht für schuldig gefunden. Es ist doch gar nicht klar, was ich gemacht habe, und schon werde ich geschlagen. Nun, Paulus entschuldigt sich, weil die Umstehenden aber sprachen, schmähst du den Hohenpriester Gottes? Nun, jetzt die Historie hier ist der Ananias, nach dem, was die Historie sagt, ist ein von Rom eingesetzter Priester, nicht nach der Reihe, wie die Tora es geboten hatte. Aus dem Volk Israel hat Rom einen, man sagt, Vasalpriester, aber dennoch ist er der Oberste im Volk und der müsste nach diesem Amt gehuldigt werden. Das wusste Paulus nicht. Da sprach Paulus, ich wusste nicht, ihr Brüder, dass er Hohepriester ist. Denn es steht geschrieben, über einen Obersten deines Volkes sollst du nichts Böses reden. Das kommt aus 2. Mose 22, das stimmt auch. Du sollst nicht gegen die Obrigkeit reden. Das wusste Paulus in dem Moment nicht. Also er entschuldigt sich dafür, dass er gegen einen Obersten gesprochen hat. Und das hat er übergesetzt zu, dass er geschlagen wurde ohne Grund. Das eine hat das andere jetzt nicht negiert. Also Paulus versteht die Tora sehr, sehr gut, um was er hier tut. Aber er hat es nicht genossen, dass er geschlagen wurde. Du getünschte Wand, hat er gesagt. Nun, Jesus selbst, der das gelehrt hat, hier passiert was. Der Hohenpriester nun befragte Jesus über seine Jünger und über seine Lehre. Jesus antwortet ihm, ich habe öffentlich zu der Welt geredet, ich habe stets in der Synagoge und im Tempel gelehrt, wo die Juden immer zusammenkommen. Und im Verborgenen habe ich nichts geredet. Was fragst du mich? Frage die, welche gehört haben, was ich zu ihnen geredet habe.
Siehe, diese wissen, was ich gesagt habe. Als er aber dies sagte, schlug einer der Diener, die dabei standen, Jesus ins Gesicht und sprach: Antwortest du so dem Hohenpriester? Jesus erwiderte ihm: Habe ich Unrecht geredet, so beweise, was daran Unrecht war. Logisch, das ist, was Paulus Einwand auch gewesen war. Habe ich aber Recht geredet, was schlägst du mich? Also Jesus, der angeblich gelehrt hat, dein Gesicht immer hinzuhalten für jede Art von Schläge, die du kassieren sollst, hat hier Einwand gehabt, dass man ihn schlägt. Nein, Jesus hat nicht gesagt, du sollst durch die Gegend gehen und du sollst die Fußmatte der Nation sein. In jeglicher Weise sollst du das Böse wehren mit den Mitteln, die dir zur Verfügung stehen. Und da es keine passende Schablone gibt für alles, ist es auch immer Situation und Person und Zeit abhängig. Ich könnte tausende Beispiele geben, der Geist muss einem jeglichen leiten. Wenn jemand da zu Unrecht immer 2 Euro im Monat abgezogen wurde und das über 6 Monate, für ein Zeitungsabo, was er nie abgeschlossen hat. Jetzt muss er abwägen, 2 Euro mal 6 Monate, das ist jetzt Geld, was ich nicht verlieren will, aber wie viele Briefe und Telefonate und Reisen werde ich dafür machen? Okay? Vielleicht gebe ich einfach der Bank Bescheid, diese Nummer darf nicht mehr abbuchen von meinem Konto und dann ist die Sache erledigt, ehe ich für eine solche Summe jetzt durch die Gegend reise und mir da wirklich mehr aufbürde, als die Sache an sich wert ist. Wenn man von einem Multimilliardär 5.000 Euro aus Versehen abbucht, der hat es wahrscheinlich gar nicht bemerkt. Wahrscheinlich würde er vielleicht gar nichts machen, weil er sitzt gerade in einer Konferenz, wo er wieder weitere Millionen verdient. Und er würde sich fragen, was soll ich jetzt deswegen durch die Welt reisen? Und da vielleicht gibt es einer seiner Bediensteten und er wird es vielleicht vergessen haben, dass überhaupt das passierte. Während ein Familienvater oder eine Mutter mit Kindern, die da ihre Kinder versorgen muss, 5.000 Euro wäre wahrscheinlich vielleicht die halbe Welt, wo sie wirklich bereit wäre zu sagen, das geht so nicht. Also es ist immer situationsabhängig, aber wehren sollst du dich in jedem Fall. Wenn du Geschäftsbeziehungen machst und es gibt Verträge etc., die sollst du achten und die sollst du machen und die sollst du auch ordentlich durchlesen und darauf auch bestehen, dass dein Recht auch eingehalten wird. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wirst du abwägen, wie groß der Schaden ist. Und zur Not musst du die Instanz auch nutzen, die dich verteidigen würde, wie zum Beispiel eine Anzeige zu machen oder einen Brief zu schreiben oder ein Telefonat oder irgendwo hinzugehen, ein klärendes Gespräch, gerade vielleicht, wenn es um Finanzen oder Recht oder etc. geht, dann musst du dementsprechend da diese Dinge einschalten. Oder dementsprechend vielleicht zum Anwalt zu gehen, weil der Schaden zu groß wäre, wenn du nichts machst. Aber die Haltung, dass Christen einfach alles erdulden sollen, das kommt nicht aus der Bibel. Und die Frage ist, ob das wirklich heiliges Leben ist, wenn jemand sagt, dass er wurde übervorteilt und dann lasse ich es einfach sein. Kommt auf die Sachlage, auf die Situation und auf welche Bedingung oder über welche Bedingung wir gerade sprechen. Das sind die Faktoren, die wichtig sind. Man muss abwägen. Aber generell muss die Haltung sein, ich kann das Böse nicht walten lassen. Wenn jemand absichtlich betrügen will, wenn jemand mich übervorteilen will und es würde mir schaden, es würde meine Familie schaden, hätte Mose den Pharao nicht wehren sollen, hätte der Petrus in Apostelgeschichte 8, Simon, der noch mit magischen Gedanken unterwegs war, hätte Petrus den nicht wehren sollen. Was hat Petrus zu ihm gesagt? Dein Silber und dein Gold verderbe mit dir, mit dieser Haltung, die du hast. Was ist in Kapitel 5, als da Menschen versucht haben, den Heiligen Geist zu belügen, indem sie gesagt haben, das, was wir eingenommen haben, das ist auch alles, was wir gegeben haben. Und die belügen die Gemeinschaft. Und Petrus hat sie gewarnt und dementsprechend, nachdem auch die Frau keine Buße tat, dann sind an dem Tag 2 Leute gestorben. Also so friedfertig, wie manche das sich auslegen wollen, ist es gar nicht. Und es ist auch eine Scheinfriedfertigkeit. Der Mensch muss sich überprüfen, ob es nicht er ist, dass er konfliktscheu ist. Und er würde lieber das erdulden. Und das, was er erduldet, ja, also wenn jemand sagt, er lässt es über sich ergehen, irgendwas stimmt innerlich nicht. Er ist aufgewühlt, er redet noch darüber, er hat keinen Frieden darüber. Nur, er würde keinen Schritt machen, um das zu berichtigen. Denn dieser Schritt würde heißen, ich müsste vielleicht irgendwo hingehen, diesen Fall darbieten. Ich müsste mich bemühen, je nach Gewicht und Tragweite von was, um was es da geht, aber in keinster Weise soll er zusehen, wie da einfach das Böse da frei walten kann.
kommt nicht aus der Lehre von Jesus. Aber Steve, was sagst du da? Hat Paulus nicht ausdrücklich gesagt, wir sollen nicht vors Gericht gehen? Warnt nicht die Bibel darüber? In der ersten Instanz, ich gehe davon aus, dass man ist bemüht, das zu vermeiden, indem man durch klärende Gespräche und alles anbietet und Briefe schreibt und geduldig ist. Aber wenn der Schaden wirklich da droht einzutreffen und der andere ist uneinsichtig und man weiß, man hat Recht und die Beweise sind auch da, man weiß, man hat Aussicht, das auch zu klären, auch zu beweisen, dann sollte das durchaus ein Fall sein, wo man überlegt, ob man das nicht rechtlich klären soll. Aber hat nicht Paulus gesagt, die Christen sollen das nicht tun? Nein, der Kontext ist hier wichtig. Wie kann jemand von euch, 1. Korinther 6, der eine Beschwerde gegen einen anderen hat, innerhalb des Leibes ist hier gemeint, sich bei den Ungerechten richten lassen, anstatt bei den Heiligen? Hast du den Kontext gesehen? Er hat gesagt, warum rennst du zum Gericht, statt es innerhalb der Gemeinde zu klären? Er hat nicht gesagt, du sollst es nicht klären. Er hinterfragt die Methode, die du nutzt, wo es doch um einen Bruder geht. Okay? Wenn du jetzt hier mit jemandem zu tun hast, einen Geschäftspartner aus deiner Firma, der ist nicht gläubig und er will dir deine Anteile nicht auszahlen. Ja, zu welchen Heiligen sollst du gehen, um ihn jetzt da zur Raison zu bringen? Er wird ja eh nicht hören. Also welche Instanz müsstest du jetzt da anwenden? Wenn dieser Geschäftspartner aber in der Gemeinde wäre, dann könntest du über nachdenken, zu sagen, du lass uns das mal in der Gemeinde klären, was die Brüder sagen zu seinem Verhalten. Ich glaube nicht, dass du dich richtig verhältst. Und das ist, was Paulus hier ermahnt. Und sagt, wieso gehst du auf diese Art und Weise vor? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden? Wenn nun durch euch die Welt gerichtet werden soll, seid ihr dann unwürdig, über die allergeringsten Dinge zu entscheiden? Und jetzt geht's weiter. Wisst ihr nicht, dass wir Engel richten werden? Wie viel mehr die Angelegenheiten dieses Lebens? Du wirst Diskurs und Disput haben in einem Alltag mit Menschen. Das ist unabdingbar. Die Frage ist, wie löst du das? Wenn ihr nun über Angelegenheiten dieses Lebens Entscheidungen zu treffen habt, so setzt ihr solche zu Richtern ein, die bei der Gemeinde nichts gelten. Also er mahnt den Prozess, nicht, dass man was klären möchte, sondern erstens, ihr geht zu den Ungerechten, ihr geht zu ungläubigen Menschen, um Dinge zu klären, die eigentlich unter euch hätte geklärt werden sollen. Und wenn ihr Leute einsetzt, okay, die in diesem Amt sein sollten, in der Gemeinde, dann sind es die, die bei der Gemeinde nichts gelten. Also der ganze Prozess ist da marode. Zur Beschämung sage ich es euch, demnach ist also nicht ein einziger Weiser unter euch, der ein unparteiisches Urteil fällen könnte für seinen Bruder. Also Urteil ist immer noch der Kontext. Nur die Frage ist, wie gehe ich daran? Sondern ein Bruder führt Rechtsstreit mit dem anderen und das vor Ungläubigen. Und das ist hier der große Knackpunkt. Und das sollte uns auch schon zu denken geben. Wenn ein Bruder dir was getan hat, da sagt Paulus, es ist ja überhaupt schon ein Schaden unter euch, dass ihr Prozesse miteinander führt. Warum lässt ihr euch nicht lieber Unrecht tun, dich übervorteilen lassen? Warum lässt ihr euch nicht lieber übervorteilen? Kann ich tragen, kann ich auch verstehen. Wenn aus der Gemeinschaft ein Bruder dir Unrecht tut, sei es um ausgeliehene Sachen oder Geld oder irgendwelche Dinge, die du ihm anvertraut hast, und er geht damit nicht rechtens um und er ist nicht bereit, umzukehren, er hört auch nicht auf die Brüder, dann ist es definitiv darüber nachzudenken, zu sagen, ehe der Name Gottes geschmäht wird, dass aus unserer Gemeinschaft jetzt zwei vor den Richter gehen, vor einem Richter, der jetzt gar nicht im Glauben ist, und der lacht über uns. Schaut mal, ihr seid doch die, die angeblich so viel Weisheit habt über die Dinge Gottes und ihr könnt diese kleinen Sachen nicht mehr regeln. Das ist, was Paulus sagt. Da sollte man drüber nachdenken, weißt du was, der Herr wird es richten. Ich habe alles getan, was ich machen kann. Ich werde deswegen jetzt keinen Prozess führen. Der Schaden, der Geistige ist viel, viel höher. Ich lasse es, definitiv. Okay? Also Kontext, Zeit und Raum ist wichtig. Aber ich spreche dieses Thema nicht ohne Grund an. Okay? Ich habe jetzt gerade vor kurzem ein Gespräch gehört, wo man sagte, nein, auf gar keinen Fall soll man irgendwas tun. Denn Christus hat befohlen, das ist sehr, sehr hart, das ist es, worum es geht, wenn man das Kreuz trägt. Das ist sehr, sehr hart zu tragen. Ich aber sage euch,
Ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen. Du sollst das Böse in jeglicher Weise widerstehen, wenn es droht einzubrechen. Du sollst keine Rache ausführen. Du sollst nicht Auge um Auge und Zahn um Zahn dafür nutzen, um auch dich zu rächen an dem, der dich da diffamiert hat. Das ist, worum es geht. Hat nichts damit zu tun, dass du keine Anzeige machen sollst, wenn du da siehst, dass da ein Schaden passiert oder jemand will deine Kinder was antun oder ein Kind wird da entführt oder du siehst ein Verbrechen und du sollst einfach, der Herr wird schon alles richten. Nein, Gerichte und Offiziere und Polizei und diese ganzen Dinge wurden gegeben, um solche Sachen zu klären. Und wenn du rechtens unterwegs bist und dein Gewissen ist frei und du weißt, du folgst dem Herrn und du willst kein was Böses, aber jemand will dich übervorteilen, es geht an deine Finanzen, deine Existenz etc., dann sollst du dich wehren, musst dich sogar wehren. Denn die Gläubigen sind dazu eingesetzt, damit hier auf der Erde wieder Recht und Ordnung herrscht. Leider machen die Gläubigen es nicht und der Herr Jeschua wird es eines Tages selbst machen, aber Recht und Ordnung ist immer noch die Tora und die Tora ist immer noch die Grundlage für die Menschheit. Und jetzt kommen wir zum Abschluss des Abschnitts. Die Ämter auf diesem Planet und die Regierungen und politische Systeme haben eigentlich ein Amt bekommen, Gottes Recht auf diese Erde walten zu lassen. Also die Macht, die da gegeben worden ist, ist nicht, um das Böse zu propagieren. Oftmals passiert es, dass politische Systeme aber das tun. Es läuft vielleicht am Anfang gut und irgendwann wird es korrupt. Es war vielleicht schon korrupt zu Beginn. Aber die Macht ist nicht gegeben worden, dass ein Amt das Böse forciert. Nun, wenn du die Offenbarung liest und über die Endzeit danach denkst, und wir sind gerade auch in der Thematik der Offenbarung, das nächste Thema aus der Offenbarung ist die Frau, also die Braut, das Sonnenweib und der Drache, Offenbarung Kapitel 12. Und das spricht ein gewichtiges Thema an, diese Passage. Denn wenn du die Offenbarung verstehst, dann weißt du, dass am Ende auf der ganzen Welt herrschen chaotische Zustände, wo Ämter und gewisse Instanzen oder viele Instanzen nicht mehr das tun, wofür sie eigentlich eingesetzt werden. Und dann gibt es nichts anderes, als dass Gott das Ganze zerstören muss. Weil dafür hat er keine Ämter eingestellt, dass sie das Böse tun. Aber solange diese noch funktionieren und die noch in diesem Apparat da auch walten und auch für das Gute einstehen, dann sollst du das nutzen, um einen Fall aufzuklären. Und nochmal zum Abschluss, je nach Schaden und je nach Gewicht. Du musst selber deine Ressourcen einteilen und selber ein Gefühl dafür haben, wie viel Aufwand betreibe ich für diesen Fall. Aber der Geist wird dich leiten. Der unterliegende Punkt dabei ist, in keinster Weise sollst du zusehen, wie ein Schaden da eintritt mit offenen Augen, weil du angeblich so fromm bist. Überprüf den Geist, ob es nicht er ist, dass da eine Scheu ist, Konflikte zu begehen. Und wir suchen keine Konflikte, wir suchen nicht Streit, aber du musst bereit sein, dass in einer Welt, die so lebt, wie sie heute lebt, die praktischen Erfahrungen zeigen dir, dass Menschen nicht immer das einhalten, was sie sagen. Und dafür hast du Verträge und dafür hast du Beweise und dafür hast du diese Ämter. Also ja, auch habe ich E-Mails oder Kommentare mal gelesen, wo da irgendwie Unwissenheit oder Unklarheit herrscht. Wie geht man jetzt damit um, wenn der oder die was Schlimmes macht? Ja, dann sollst du es aufdecken, so gut es geht. Hat keiner gesagt, also der Meister hat nicht gelehrt, dass du hier alles über dich ergehen lassen sollst. Dürfen Christen sich verteidigen, dürfen sie sich wehren in jeglicher Hinsicht. Aber was hier Jeschua gesagt hat, das lese ich nochmal vor, fällt mir gerade ein. Was ist, wenn man verfolgt wird? Naja, da greift wieder das, was wir gesagt haben, wenn du verfolgt wirst öffentlich und keiner verteidigt dich, dann kannst du nur verfolgt werden, weil du das Gute tust. Dann ist das System schon so korrupt, dass das Böse jetzt über das Gute triumphieren will. Du wirst verfolgt, das ist der einzige Grund, warum du verfolgt werden kannst. Wenn du bestraft wirst als Christ, weil du das Böse getan hast, ja,
dann hast du die gerechte, dann hat der Christ die gerechte Strafe bekommen. Wenn er aber bestraft wird, weil er das Gute tut, dann haben wir die Grundlage von was wir eben gesagt haben, nämlich, dass jetzt schon so korrupt ist, dass das Böse zugenommen hat und du bist jetzt da dem wirklich ausgeliefert. Jetzt ist die Obrigkeit in der Position, dass das Böse auf dich gelegt werden soll und das musst du wehren, mit welcher Konsequenz auch immer. Ohne allerdings zu schreien und ohne zu fluchen und ohne die Obrigkeit zu beleidigen, dann musst du das über dich ergehen lassen, was auch immer da die Strafe ist, für das Gute, was du tust. Und das ist, was Jeschua hier sagt, in den Seligpreisungen. Hier steht, glückselig sind die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie sollen satt werden. Glückselig, Vers 10, sind die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Wenn es so weit kommt, und das wird der Zustand in der Endzeit sein, dass das Gute zu tun, ist jetzt im System das Böse. Ja, dann kannst du nur das Gute weiterhin tun, ungeachtet, welche Konsequenzen da kommen. Und das wird der Herr regeln. Da gibt es nirgendwo mehr, was du jetzt da aufdecken kannst oder melden kannst, denn das ganze System ist schon gegen dich. Und dann kannst du nur warten, bis der Herr es löst. Und du musst weitermachen, egal wie das Ende dann sein wird. Das ist, was die Schrift sagt. Ich hoffe, dass der Kontext, wir können nicht jedes einzelne Beispiel abdecken in eine halbe Stunde, aber der Geist wird dich leiten, was gemeint ist in jeder einzelnen Situation. Ich hoffe, der Abschnitt war für dich eine Erbauung. Ich hoffe, dass du etwas mitnehmen konntest. Bis zum nächsten Mal. Friede sei mit dir.